Sauwetter. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS19 hier auf der Konsole. Ja, Quirneland und Beacon, ne? DLC ist raus, habe ich jetzt auch drauf. Wenn wir nochmal schauen, ob wir dann hier uns nochmal ein paar Maschinen von holen werden. Vielleicht tausche ich auch nochmal die Seemaschine, mal gucken. Ja, hier haben wir jetzt ein Vorgewende gemacht und lassen jetzt mal weiterfahren, dass er hier Raps rausbringt, ne? Gut. Hier hatten wir... Was hatte ich denn jetzt verkauft? Den... Was haben wir denn überhaupt noch? Warte mal. Was haben wir denn noch Tolles? Also den Flug werde ich wahrscheinlich auch nochmal weghaben. Was hat denn das für eine Breite? 2,50 Meter, okay. Ja, wir kriegen auch nicht mehr so viel, ne? Für unsere Seemaschinen. So werden wir schon echt Verluste machen, wenn wir das Ganze dann verkaufen. Was aber interessant wäre, zum Beispiel das einfache Mähwerk. Das war jetzt gar nicht unbedingt... das große nehmen, sondern ich zeige euch, warte mal, können aber auch hier unter Mähwerk gucken, ich muss nicht unbedingt die Marke auswählen. Da müssten ja dann alle drin sein. Also ich würde es halt gerne mal ausprobieren, auch dieses kleine Mähwerk. Ich weiß gerade nicht, was es kostet und ich finde auch gerade die Kategorie nicht. Da, Mähtechnik. Da ist es doch. So, ich frage mich, ob es nicht das gleiche ist wie das von New Holland hier, was 90 PS braucht. Der hat eine Breite von 4 Metern. Der auch 85 PS hat auch 4 Meter. Das ganze Ding ist jetzt auch nicht viel anders, ne? Würde ich mal behaupten. Kostenpunkt 20.300. Und gibt es den auch noch? Achso, das hier sind nochmal die Vicon-Mähwerke. Das ist natürlich ein tolles Gespann hier, aber finanziell sieht es dann ja auch mau aus, ne? Und wir hatten jetzt welche Mähwerke noch dabei? Ich glaube, war jetzt nur ein... Haben wir gar kein Mähwerk? Doch. Doch ein Mähwerk. Jetzt bin ich aber erstaunt. Ich dachte, wir hätten das Pöttinger gehabt. Nein, nein, haben wir nicht. Gut, ja, dann brauchen wir sowieso eins. Wir haben natürlich nicht viel Kohle aktuell und von daher würde ich das auch nicht das hier anbieten. Und wir haben ja auch die Felder, von daher würde ich das auch ganz gerne mal nutzen wollen. Und da wir hier eh gerade schon rumstehen, nehme ich das mal mit. Die aktuelle DLC könnt ihr euch natürlich runterladen, wenn ihr den Season Pass habt. Oder es hat einzelne Erwerben durch 14,99 oder so. 14,50 waren es. Ich sehe es ja genau auf dem Schirm. Stand heute. Ja. Ich bin gespannt, ist das jetzt schon auseinandergeklappt oder nicht? Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie handelbar das Ganze ist auf der Wiese. Passt noch durch. Ups. Mann, mit diesem Blinker aus, Mann. Ich hoffe, euch geht's genauso wie mir. Das ist zu eng hier. Ich fahr mal außen rum.
Und so wie das Wetter besser wird, müssen wir mal mit dem Mais loslegen, ne? Ich hab's jetzt im Frontlader dran, wir fahren mit dem Traktor einfach mal hoch. Ich meine, oben waren noch die Wiesen, ja. Wiese 1 kommt gleich. Schon sehr schmal, die Wiese, ne? Also ich meine, wir können auch bei Regen mähen. Zumindest macht das meine Mähroboter. Dann sollten wir das hier auch hinkriegen. Gucken wir hier rum. Ich bin gespannt, wie handlich hier die Kiste ist. Oh, sieht gut aus. Okay. Müsste man ja erst so nehmen. Boah, ist das ausladend. Also ob das so die richtige Entscheidung ist, ist gewesen, ist jetzt die große Frage. So, ich muss hier auch nochmal die Hilfe bemühen, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Mal von außen gucken. Boah, ich find's ungewohnt, ne? Weil du da so ein bisschen zielen musst. Ja, wir brauchen halt Heuballen. Ist nicht das beste Wetter dafür, aber wir können es ja schon mal mähen und dann schauen wir mal. Okay, unten ist dann die andere Wiese. Ja, ich misse am besten die Kante hier. Boah, ich find's total schwer. Müssen wir weg und bist gleich wieder zu weit weg. Ja, so ein schönes gerades Feld, ne? Da ist das Ding bestimmt top. Reicht das völlig aus und reicht auch aus für unsere Wiese, davon mal abgesehen. Ja, von den beiden kleinen Dingern hier musst du nicht gleich die Hightech-Teile haben. So, muss ich mal anheben. Ich kann mal die Hilfe wieder ausmachen. Ich setze hier nochmal an. Will ich denn hier. Komme ich das hin mit dem Winkel? Weil ich müsste übers frisch gemähte fahren, ne? Aber komme ich jetzt eh nicht mehr drum rum, weil ich einmal so gemäht habe. Na komm, machen wir es so. Nicht schön über die Frucht zu fahren.
Ja, ich weiß. Schlecht gemäht. Schlecht gemäht. Er war stets bemüht, YouTube. Ich versuche ihn jetzt mal hier nochmal rückwärts zu schieben. Ja, muss ich dann gewöhnen. Ne? Stehen lassen. So. Man kann ganz gut Kurven kriegen. Ich will auch alles mitnehmen, wenn. Das reicht, wenn ich dann so knapp daneben fahre. Ne? Ja. So, jetzt drehen wir nochmal. Nicht die guten Büsche abmähen. Jetzt den Rest an den Kragen. So, wieder runter das Ganze. Und weiter geht's. Also man kann schon mit einer ganz guten Geschwindigkeit mähen. Aber klar, auf kleinen Wiesen ist das natürlich nicht drin. Hier vorne ist auch noch ein bisschen, ne? Jetzt wird aber einmal noch und dann haben wir es. So, das Ganze wieder zusammenklappen. Ich würde mal sagen, wir fahren gleich runter und nehmen das nächste Stück in Angriff. Weil das lohnt sich ja sonst gar nicht, mit dem Zeta und so drüber zu fahren. Müssen wir auch nicht ja von hier irgendwie dran kommen. Hier geht's runter. Das ist echt so schön an der Karte hier. Achso, die haben wir so komplett rum. Okay. Können wir hier mal einen vernünftigen Winkel kriegen? Ich muss sie erstmal ausklappen. Staub natürlich, sonst wird es schwierig. Also ich fahre auch nicht in die letzte Ecke rein, weil wir wollen ja wie gesagt Heu machen. Da kann
komme ich dann ja nicht mehr dran. Aber da werden wir dann vielleicht unseren Beinentwickler vielleicht verkaufen und uns dann mal den holen aus dem DLC. Weil der in einer Tour, also den kannst du in eins durchfahren, ne? Musst nicht anhalten. Beim Ballen abladen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ist denn was für euch, dass die jetzt wieder sagt, ja, nee, das sind überhaupt nicht meine Geräte, die kriegt man ja auch alle irgendwie so ersetzt, braucht man nicht unbedingt. Würde mich mal interessieren. So, ich ziehe es hier einfach mal durch. Vorsicht, nicht verhaken. Weil das ist natürlich bei den größeren, also bei dem DLC hier, beim Meer, dass du dann da auch eine Schwartoption hast, ne? Ich glaube, da muss man dazu kaufen, das ist nicht beim Standard dabei. Das kann man dann erweitern. Die Kurve ein bisschen enger nehmen sollen. Schon eine Herausforderung von innen. Obwohl von außen anscheinend auch. Gut, wir sind aber erstmal durch. Ich wünsche euch einen gepflegten Restabend und so wie es wieder wettermäßig passt, geht es dem Maisfeld an den Kragen und dann wird hier gezettert und Heuballen gemacht. YouTube, macht's gut. Läuft ja noch schön, ne? Klasse.